Die Jugend hat Fragen zum Thema Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Neben mir sitzt die liebe Finja. Finja hat bei uns ein Praktikum gemacht und sie hat uns im Rahmen unseres neuen TikTok-Kanals wirklich auf die Sprünge und auf die Beine geholfen. Sie hat also tatsächlich mit viel jugendlichen Leichtsinn und Charme uns da völlig neue Wege gezeigt und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Also herzlichen Dank, liebe Finja, dass du uns da so toll geholfen hast. Und ich weiß, dass Finja ein paar Fragen an mich hat und es geht wahrscheinlich um das Thema Rente. Und liebe Finja, dann leg mal los. Ich bin gespannt. So ist es. Also ich hatte mal was vorbereitet. Und zwar, meine erste Frage wäre, warum sollte ich mich jetzt schon als junger Mensch überhaupt Gedanken über die Rente machen? Naja, liebe Finja, das Problem, also die Frage könnte ich jetzt relativ leicht beantworten, damit du später mal ein gutes Auskommen hast in Sachen Rente. Dass du mal später eine gute Rente hast, dass du viel, damit leben kannst. Ja? So. Aber das wäre natürlich viel zu einfach. Das Leben, das Berufsleben steht bei dir quasi kurz vor der Tür. Und ich hatte dir ja an verschiedenen Berechnungen schon mal gezeigt, was du so im verdienen müsstest, damit du eine halbwegs vernünftige Rente bekommst. Und ich spreche, meine Damen und Herren, davon, von einer halbwegs vernünftigen Rente, die irgendwo bei 2.000 bis 2.500 Euro liegt. Finja, und da habe ich dir ja gesagt, da gibt es zwei wichtige Punkte im Leben, wo ich einfach denke, dass das junge Leute wissen müssen. Erstens, wir brauchen Versicherungszeiten, die so ungebrochen sind. Also praktisch, dass du Zeiten hast in deiner Rente, die dir auch für eine Wartezeit später helfen. Ja? Also wir hatten uns ja unterhalten zum Thema Minijob, Studienzeiten und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass du immer Wartezeiten hast. Und zweitens, was auch sehr, sehr wichtig ist, eine sehr gute Ausbildung und natürlich dann auch ein entsprechend gutes und hohes Einkommen. Dafür musst du sorgen, ansonsten kriegst du in Deutschland keine gute Rente. Und es ist leider so, meine Damen und Herren, das wissen Sie, Sie kennen meinen YouTube-Kanal, in Deutschland gibt es eben verdammt viele Menschen, viele Rentnerinnen und Rentner, die haben wenig Rente und das ist einfach nur schade. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn sich junge Leute auch mal einen Kopf um die Rente machen. Hört sich wichtig an. Sehr gut. Dann hätte ich noch was auch in die Richtung, macht es überhaupt Sinn, während des Studiums oder einer Ausbildung oder auch meiner Schulzeit jetzt generell, einen versicherten Minijob zu haben? Ja, liebe Finja, also mir blutet ja das Herz, ja. Ich bin ja Rentenberater. Ich bin Leute, die bei uns arbeiten in der Kanzlei, die sind alle rentenversicherungspflichtig beschäftigt. Und wenn es auch ein Minijobber ist, dann ist er bei uns rentenversicherungspflichtig beschäftigt. Warum? Ganz einfach. Der Minijob sichert nicht nur Wartezeit für eine spätere Rente, liebe Finja, er sichert dir auch ein mögliches Erwerbsminderungsrisiko. Ich hatte dir das, kannst du dich erinnern, ich hatte dir eine Berechnung gemacht, wo du praktisch mit dem 25. Lebensjahr während deinem Studium auf einmal so schwer krank wirst, also rein fiktiv, so schwer krank wirst, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Kann ja passieren, ja. Finja kann krank werden, ich kann krank werden. So, und dann haben wir ausgerechnet, dass die Finja mit einem Minijob 5 Jahre vorher schon eine Rente von knapp 800 Euro bekommt. Ja. Als Gegenwert vielleicht schon mal nicht schlecht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den viele Leute vergessen, dass so ein Minijob tatsächlich Erwerbsminderungsrentenschutz in der gesetzlichen Rentenversicherung bedeutet. Denn wenn du keine Berufsunfähigkeitsabsicherung hast und du hast keinen versicherten Minijob, stehst du im Krankheitsfall wirklich leer da. Und deshalb meine Empfehlung an alle, Studenten, Schüler, wer kann, sollte Minijob machen, versicherungspflichtig. Ja, das ist wichtig für meinen Minijob, den ich zurzeit habe. Genau. Genau, und dann war das Thema ja gerade schon, gute Rente praktisch haben, was viele Leute in Deutschland nicht haben. Und wie lange muss ich arbeiten, um wirklich eine gute Rente zu bekommen, von der ich auch später im Alter gut leben kann? Ja, wir hatten ja verschiedene Beispiele, auch das habe ich dir gezeigt. Es gibt also die Variante mit 35 Jahren oder 45 Jahren Wartezeit. Ich sage immer, man sollte wenigstens 35 Jahre gearbeitet haben. Ja? Ja. Und gutes Einkommen haben. Gutes Einkommen heißt also über dem Durchschnitt. Und der Durchschnitt liegt derzeit in Deutschland bei rund 43.000 Euro. Wenn jemand 43.000 Euro verdient,
verdienst, das weißt du, Finja, habe ich dir gezeigt, dann bekommst du einen Entgeltpunkt. Und ein Entgeltpunkt bedeutet in Deutschland aktuell mit den neuen Rentenwerten, die zum 1.7.2023 gelten, rund 37,60 € monatliche Rente. Das heißt, wenn du 37,60 € mal 35 Jahre nimmst, dann weißt du ungefähr, wie hoch deine Bruttorente ist. Das heißt also, du musst wenigstens deutlich über diesen Durchschnittswert haben einen Verdienst, damit du später mal eine gute Rente bekommst. Aktuell ist es leider so, dass das Rentenniveau, das Netto-Rentenniveau in Deutschland immer mehr sinkt. Das heißt also, die Vorausschau für gute Renten für junge Leute ab heute in die Zukunft sehen leider nicht gut aus. Und deshalb kann ich nur sagen, gutes Geld verdienen und nebenbei auch ein paar Euro 50 noch daneben legen, nicht alles verjubeln und vielleicht noch private Altersvorsorge betreiben. Alles klar, gut, das ist wichtig zu wissen. Also auf Ihrem YouTube-Kanal hier Rentenbescheid 24 kann ich mich also sehr schnell einfach darüber informieren, oder gibt es noch irgendwie andere Plattformen, wo das schnell geht? Ja, also wir haben natürlich, sagen wir mal, relativ große Informationsplattform bei der Deutschen Rentenversicherung. Dann gibt es auch diese Plattform ihrevorsorge.de, das ist so ein Ableger von der Deutschen Rentenversicherung, da kann man sich informieren. Letzten Endes ist es einfach so, es gibt auch solche Plattformen, wie wir sie anbieten, vielleicht auch noch andere in Deutschland, ich weiß das nicht. Aber letzten Endes ist es einfach so, das sind so allgemeine Informationen. Ja. Wenn es aber darum geht, individuell etwas auf die Beine zu stellen, dann muss man sich schon vernünftig individuell auch beraten lassen. Und da kann man dann mal zur Deutschen Rentenversicherung gehen oder aber halt eben zu solchen Leuten wie wir. Bei uns ist es natürlich so, kostet das Geld, ja, aber andererseits wiederum kann man sich als Erstinformation sehr gut auch bei der Deutschen Rentenversicherung informieren. Alles klar. Gut, dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, und das betrifft gerade mich als jungen Menschen sehr. Mhm. Wo ich mich frage, ist das Rentensystem, das wir zurzeit in Deutschland haben, überhaupt zukunftsfähig? Ist es überhaupt ein Zukunftsmodell? Wird das überhaupt, wenn ich in Rente gehen möchte, noch existieren, so wie es jetzt ist? Also, ich kann natürlich nicht schauen, was im Jahr 2065 ist. Wir wissen, im Jahr 2065, liebe Finja, erreichst du deine Regelaltersgrenze. Ja? Ja. Oder zumindest vielleicht noch ein bisschen später. Also, Finja hat noch mächtig viel zu tun, ehe sie Rentnerin wird. Was dann mit der deutschen Rente ist, das kann ich Ihnen heute aktuell nicht sagen. Ich kann nur eins sagen, da gibt es unheimlich viele Meinungen, und auch, die auch praktisch gegeneinander sind. Die einen sagen, wir müssen praktisch mehr eine Kapitalförderung in der Rente haben. Die anderen, so wie ich zum Beispiel, sagen, wir brauchen eine einheitliche Rentenversicherung, wo alle Leute einzahlen. Denn ich denke, wenn wir dieses Umlageverfahren weiter aufrechterhalten wollen, also Umlage heißt, liebe Finja, du zahlst mit deinen Bruttoeinkünften, mit deinem Geld, was du verdienst, zahlst du in die Rentenkasse Beiträge ein. Ja. Das heißt Umlage. Ja? So, wenn wir das aufrechterhalten wollen, müssen wir dafür sorgen, dass eine ganz große Zahl von Beitragszahlern da ist. Und genau hier haben wir jetzt aktuell das Problem. Das Problem, dass es zu wenig Beitragszahler gibt. Richtig, es werden immer weniger. Auch wenn jetzt aktuell, zur Zeit, 2023, die Zahlen noch gut aussehen, wird es in der Zukunft immer weniger werden. So sind die Prognosen. Das heißt also, wenn wir weniger Beitragszahler haben und immer mehr Rentner haben, wird natürlich auch das Rentenniveau sinken. Und wenn wir da nicht gegensteuern, so ist meine persönliche Meinung, mit einer einheitlichen Rentenversicherung, wo alle einzahlen, Beamten, Politiker, Rechtsanwälte, Selbstständige, alle, ja, wird die deutsche Rentenversicherung irgendwann mal richtig Probleme bekommen. Und dann stellt sich natürlich berechtigterweise deine Frage, hat die noch eine Zukunft? Aktuell hat sie noch eine Zukunft, aber sie wird im Bauchgefühl heraus, wird die deutsche Rentenversicherung große Probleme bekommen, wenn nicht gegensteuert wird. Und dann ist natürlich die Frage berechtigt, macht das überhaupt noch Sinn, da was zu machen? Ja. Ich sage ja, weitermachen, aber wir müssen natürlich von der politischen Seite her auch die Rahmenbedingungen dazu schaffen, dass es weitergeht. Ja, super, vielen Dank. Das hat meine ganzen Fragen sehr gut geklärt, und ich danke Ihnen. Wunderbar.
Also, Sie sehen, meine Damen und Herren, die Jugend macht sich Sorgen, auch um das Thema Rente, finde ich ganz prima. Und ich kann nur sagen, oder ich kann Sie wirklich nur bitten, kommentieren Sie einfach dieses Video, was Sie dazu sagen. Es war sehr herzerfrischend, mit der Finja mal über das Thema Rente zu reden. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und natürlich Finja. Tschüss, Finja.